Der Bestatter, der von meiner Praxis rumschleicht, ist halt keine gute Werbung. Wenn im Dorfe keiner stirbt, triffst du den Bestatter meist beim Wirt. Sauber. Geleckt. Warte. Meine Herren und Damen, der Herr Bärding ist leider von uns gegangen. Was wäre das jetzt? Ja, ich rufe dich zum Bestatter. Auf gar keinen Fall. Wenn die draufkommen, dass unser Bestatter tot ist, dann sind wir raus aus dem Rennen um die Gruberin. Wir befinden uns heute direkt zwischen Greisendorf und Neubrunn. Und genau hier an der Gemeindegrenze wohnt die momentan älteste Frau Deutschlands. Und beide Gemeinden buhlen um ihre Gunst. Wir brauchen das Grab von der Gruberin. Die Grabstätte der ältesten Deutschen bei uns im Dorf. Da darf ich auch hinpilgern. Sie kümmern sich jetzt da drum? Ich kann das erklären. Ihr habt einen Bärdegen überfahren. Nein! Mit dem möchte ich nichts zu tun haben, gell? Mir auch nicht. Da kann sich ja schlecht selber eingraben. Bei mir ist fein nur lang nicht so weit. Betriebskontrolle! Ja, der Papa hat's nicht so mit dem Blut. Wer von Ihnen ist denn der Bestatter?